selber gegründet. Es war also für uns durchaus schmerzlich. Es war eine freie Montessori-Schule und wir hatten uns sehr viel Mühe gegeben. Und es war also nicht so, dass wir gesagt haben, ach so, es gefällt dir nicht, na gut, dann bleib halt zu Hause. Sondern wir haben schon versucht, da was zu machen. Und dann war im Grunde der Impuls mit dem Freilernen, war Schaden abzuwenden. Und dann war und dann habe ich gemerkt, oh, da passiert ja noch was ganz anderes. Ich hatte nur Schaden, wenn ich abwenden will. Du musstest dann irgendwie weggeben, damit das da was lernt. So. Stell dir mal vor, du hättest so die Möglichkeit zu wählen zwischen einem leeren Klassenzimmer und einem Wald. Zum Beispiel mit einem Lehrer, der mit dem Kind durch die Wälder geht und den da auch so Atemübungen hat. Also wichtige Sachen halt, die für einen wichtig sind und nicht nochmal wieder anfangen. Und auf einmal fingen die an, sich in einer Weise zu entwickeln. Was ich in der Schule für Scheiße alles gelernt habe und nie wieder brauchen werde. Das braucht doch nicht wissen. Also, ich kann es natürlich wissen, aber muss es doch. Da gibt es doch viel wichtiger Sachen. Und der Umgang mit der Natur oder wie man Quellen mag, kenne ich schon seit Jahrtausenden. Gab's übelste CDs von. Bühnen kann man eigentlich nicht anders sagen. Und Dinge zu tun, wo ich gemerkt habe, das entwickelt sich nur, weil sie diesen Raum haben. Und dann geht es auch gar nicht mehr darum, dass die Schule irgendwas verhindert oder so, sondern was eigentlich war, dass sie diesen Raum an dieser Zeit haben, in Geborgenheit. Also es wäre auch nicht das eigentliche, wenn sie sich nicht mehr aber irgendwo sich fremdfinden. Sie waren in Geborgenheit und sie hatten alle Zeit. Sie wurden überhaupt in der Hafenstraße hat so viel ausgelöst, das hat mich dann Thomas, fasziniert. Ich bin ja schon raus aus Psychologe. Der Müller, der aussieht, der heißt gar nicht Thomas, ich bin aber Thomas, der hat aus wie Thomas D. Also auch auf dem Kinderkongress der heißt aber eigentlich anders. Ja, wenn ihr lieber zuhörst, dann macht ihn an. Sie redet, redest du. Entschuldigung, inspiriert das mich voll. Das Neufeld-Institut für diese Bindungsforschung, das Entscheidende ist eben, dass wir eigentlich alle genau wissen, was uns gut tut und was unseren Kindern gut tut. Das haben wir in jeder Zelle. Wir ziehen seit ein paar hunderttausend Jahren Kinder los. Und die Natur ist nicht so blöd, dass sie uns da nicht entsprechend ausstattet mit Instinkten, mit Intuition, mit einem Gefühl dafür. Aber in unserem Großhirn wird seit, du hast es benannt, im Grunde seit Ende des Zweiten Weltkrieges wird was anderes reingefüllt. Und dieses andere verunsichert Eltern und auch Lehrer so sehr, dass sie sich nicht mehr trauen, ihrer Intuition zu folgen, sondern anfangen, Methoden anzuwenden. Und darin liegt so viel Verunsicherung. Und das ist schon ein Schaden in sich, selbst wenn das, was ich tue, ist, ohne gar nicht so schlecht ist. Die Tatsache, dass sie nicht ihrem inneren Gefühl folgen, sondern eine Methode anwenden, die sie in einem Buch gelesen haben oder so, das ist schon eine Schwächung. Und als ich das erfahren hatte, denn ich habe das mir natürlich nicht nur theoretisch überlegt oder im Zusammenhang jetzt mit dem entwicklungspsychologischen Wissen verstanden, sondern ich habe es gleichzeitig auch an meinen eigenen Kindern oder am Zusammenleben mit ihnen erfahren, weil ich nämlich gemerkt habe, es gab immer zwei Möglichkeiten. Entweder ich folgte meiner Intuition und es fühlte sich eigentlich Kind gut an, im Apparat abzugeben. Ich hätte Angst, so an den Schlag zu geben und zu sagen, du gehst jetzt hier jede Woche 37,5 Stunden und lässt dir auch was erzählen. Echt so lang? 37,5 Stunden? Nee, richtig, ich keine Ahnung. Wie lange haben die Schule? Aber auch 8 Stunden am Tag, oder? Auch nur 3,5 Stunden. Na egal, aber ich hätte das schon. Ist Knast? Unser Abi-Shirt, hatte ich dir davon erzählt? Nee. Unser Abitur-Shirt war schwarz und vorne stand 20. Januar 2003, glaube ich, ERG, war noch Elisabeth-Gymnasium und hinten stand drauf, nee, das war hinten die Nummer, vorne stand drauf Bildungsvollzugsanstalt, auf alle Fälle mit Datum und ja, Bildungsvollzugsanstalt in roten Lettern. Ja, das war unser Abi-Shirt. Ja.
Ich bin ja ganz froh, dass ich die Hälfte DDR-Erziehung hatte und die andere Hälfte kapitalistisch. Ich finde das total spannend, ja. Ja, weil das Spannende ist, die haben denselben, also das gegenteilige erzählt innerhalb von, das ist mir damals schon aufgefallen, innerhalb von ein paar Tagen so, ja. Im Geschichtsunterricht zum Beispiel. Ja. So, derselbe Lehrer, ja. Erzählt den Alltag und das und dann ist die Welt und erzählt was ganz anderes. Okay. Und allein schon da kriegst du dann so ein Vertrauen in so ein System, ja, oder generell in so ein System, dass du denkst, ey, das muss ja alles passen. Ja. Alter steht so da und sagt, ja, das ist der Klassenfeind, hieß es früher immer. Die Westdeutschen waren der Klassenfeind. Ja. Und am anderen Tag sind es, weiß ich nicht, unsere Freunde, Bruder. Ja. Hurra, wir sind wieder ein Land. Oh, wahrscheinlich bin ich. Ich hab gar nicht gesagt, über was die da reden. Bin ich jetzt eine Glockenmutter und wahrscheinlich mache ich jetzt alles falsch und alle um mich herum haben auch gesagt, ja, also was ihr da macht mit euren Kindern, die werden ja nie erwachsen und nie selbst finden und so. Oder ich habe das gemacht, wo ich wusste, das macht man so. Na gut, bist du eigentlich. Das ist ja eigentlich nicht gut angefangen. Arabische Augen, ja, da schlafen die Kinder bei ihren. Nee, wie war das? Ich weiß nicht. Egal, auf jeden Fall nicht westlichen Gesellschaften. Ach nee, bei den Tibetanern. Schlafen die Kinder bei ihrer Mom meistens bis 4, 5 Jahre alt sind. Ja, bei uns, da steht das Kind. Die haben immer gleich eigenes. Sofort in der Wiege. Ja, und total alleine. Das ist scheiße. Nancy, ja, ich hab damals auch gedacht, das ist nicht normal, aber wenn für die Kinder war es gut. Die Große war damals 4 und der Kind war 3. Oder ist 2, 3 geworden. Und die hat immer, also war bei denen, bis die eingeschlafen waren, weißt du? Ich fand, naja, ich fand es merkwürdig damals, ja, aber das ist doch gut so, ja. Ich guck mal da eh wieder. Gut, aber ich wusste nicht, ob das hier im Beifall war, das, was man so macht. Und damit hatte ich dann auch den Beifall. Das heißt, ich hatte so die Wahl zwischen Fegefeuer und Hölle. Es fühlte sich nicht gut an, wenn ich meiner Intuition folgte, weil meine Unsicherheit so groß war. Und als ich dann mit dem entwicklungspsychologischen Wissen in Kontakt kam, was eben im Unterschied zum verhaltenspsychologischen Wissen, das verhaltenspsychologische Wissen, wie der Name schon sagt, guckt eben, wie kann ich das Verhalten des Kindes dahin bringen, dass es so verhält, wie ich möchte. Und die Entwicklungspsychologie guckt, was passiert da eigentlich und warum verhält sich das Kind denn so und unterstellt, dass es dafür innere Gründe gibt, die man verstehen kann. Und dann habe ich eben bei mir festgestellt, in dem Maße, wie ich das verstanden habe, was meine Jungs gemacht haben, wenn es mir nicht gefiel, das andere, wenn sie das machen, was einem gefällt, damit hat man ja kein Problem. Aber wenn sie das tun, was einem nicht gefällt, wie viel leichter es dann für mich war, dann umzugehen. Kommst du zu uns? Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist eigentlich was andere Eltern auch brauchen. Hier gibt es Kissen und so. Versuche ich eben, ist bald nicht sauber. Ich habe dann eben eine Fortbildung und Ausbildung, die deutschsprachige Variante des Kanadischen Neufeld-Instituts aufgebaut. Und im Grunde ist die Stoß. Die ist wieder so ein Fall, ey, echt. Der Hund passt überhaupt nicht zu mir. Ich bin zu langsam, ey. Ich bin so hektisch immer. Ich chill hier immer so rum, weißt du. Ja, mit dir wie ein Chiller, Alter. Da kannst du dir einfach so weiterziehen, weil sie 1000 Kilo wiegt, weißt du. Digga, komm mal hier. Camilla? Kumashi. 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 Such dir mal einen Platz. Hab Vertrauen. Guck, ja, das ist jetzt nur eine Phase. Ja, hab Vertrauen, das wird irgendwann vorbei sein. Und da muss ich daran denken, dass ich in dem gleichen Alter, da gibt es ja kein Internet, mit einem Holzgewehr, ja, und Helmen und sonst was in den Krieg gezogen bin. Das heißt, also entwicklungspsychologisch, dass wir nach der biologischen Evolution, die wir quasi mit dem Körper der Mutter ja durchmachen und an einem bestimmten Punkt gar nicht zu verzeihen, dass wir sozusagen, wenn wir aus dem Mutterleib sind, die kulturelle Evolution des Menschen machen. Und dazu gehört bei ihm ein geliebtes Kind. Das war jetzt ganz einfach. Und ich mache das schon.
Vertrauen. Intuition und Vertrauen. Vertrauen kann aber ja nur da sein, wo Begegnung stattfindet. Ja. Hast du und uns gesagt, Raum und Zeit, Zeit und Raum, der König und seine Kamilla. Viele würden sagen, ja, die hat gut reden. Trotzdem hast du die Chance, die Tür zu zeigen mit deinen Kindern, die darauf anwesend sind. Die hast du ausgestaltet. Ja, ich habe so niedlich. Das wäre das Erste, das glaube ich. Ja. Dass wir in unserer Gesellschaft Teil des Weltsyndroms ich muss echt mal einen Scheiß machen, aber das ist total beeindruckt, das ist total so gut. Das macht ja für mich so ein bisschen so voll Freude. Und sagen, ah, wenn ich erst nicht aus dem Laden raus bin und ich nicht mehr arbeiten muss, sondern dann liege ich mit meinem Kind und so. Und dann fällt ihnen die Decke auf den Kopf nach kurzer Zeit und nach 3 Monaten spätestens kommen sie dann schon mit ihrem Tragekörbchen in die Firma und zeigen ihr Kind vor uns. Ja, ich buch letztes Mal auf die Akte, dass die Mütter, die Kinder waren alle falsch rum. Also früher hast du ja als Kind so, guckst du raus. Sie erleben diesen freien Raum, was ist den Tragen, das Kind guckt der raus. Zum Teil als Heute, weil wir nicht gelernt haben, uns selber zu organisieren, uns selber zu vernetzen, Zeit selber zu gestalten. Und das ist natürlich ein Teufelskreis, denn wenn wir dann schon von Krippe und Kindergarten und neuerdings ja auch in Deutschland dann immer mehr Ganztagsschule an, die ersten 18 Jahre unseres Lebens nicht selbst organisiert unterwegs sind, sondern die ganze Zeit im Grunde uns vorgesetzt wird, womit wir unseren Geist zu beschäftigen haben. Im Dreiviertelstundentakt. Im Jahr, dann haben wir das eben nicht gelernt. Und ich habe, da weiß Professor Hüther natürlich sehr viel, also das Tolle ist ja, dass die Entwicklungspsychologie über die Beobachtung der Kinder bestimmte Gesetzmäßigkeiten formuliert hat und gesagt hat, das brauchen Kinder. Und das geschah schon vor etlichen Jahrzehnten. Und jetzt, in den letzten Jahrzehnten, kommt ja die Neurologie bestätigt das im Grunde alles. Meine Mutter sagt, ey, das kann auch nicht sein. Komm, das ist nicht weg. Das ist nicht schwer, das wieder rauszukriegen. Das Problem ist nur, dass wir in der Zwischenzeit, in den Jahrzehnten, die Verschiebung tragen. Erst geht sie ins Wohnzimmer, sich hinten auf der Couch, dann kommt meine Mutter rein, dann steht sie auf und dann geht sie in die Küche und dann sitzt sie dann da. Weil meine Mutter erwischt ist, gell? Das ist der Hund am Mann. Man muss das Kind in Form, im Grunde wie ein Bildhauer und alles, was nicht passt, weghalten. Ja, was bei dir so? Was bei dir draußen? Dann schaue ich wieder zurück, weil du hast die Garten so. Von Kindern finde ich immer, und da warst du schon vorne. Und kein Mensch weiß, was das nachher sein wird. Denn jeder Baum ist einzigartig. Und mein Job ist gar nicht zu sagen, ja, also das ist das dran und so weiter, sondern nur dem ein Umfeld zu geben, sodass er gedeihen kann und Nährstoffe bereitzustellen, auch jetzt kulturell natürlich in Form von Angeboten. Ist auch schön wahr. Weil der Baum weiß eigentlich selber, was er jetzt gerade braucht. Und wenn dein Sohn eben und wenn wir vorher ausgemacht haben, wer jetzt der Böse sein muss und sterben muss und so. Wie im Unterricht, ja, muss ich das eben stellen. Was mich mit der Böslichkeit besetzt, ist, wir als Erwachsene da rein interpretieren. Ich darf nie mehr Eingang. Stell dir mal als Letzte bei Mathe, Kopfrechnen, stell dir mal als, na nicht immer, aber meistens als Letzte. Ich habe schon ganz gut und sagte dann, ja, ich glaube, dann werde ich den foltern. Das dann würde ich den foltern. Was würdest du denn dann zum Beispiel machen? Und dann würde ich ihm den Gesicht und dann würde ich ihm die Nadel reinstecken. Und dann habe ich gesagt,
diese schwarz-stücke reagiere, weil ich so okay ich natürlich weiß, dass man mit dem und dieser Raum, diese Geborgenheit und dieses Vertrauen, das war im Grunde, so sich der Ingrid natürlich in der Erntephase, meine Söhne sind jetzt 16 und 19 und der Ältere hat schon Abitur gemacht, Grundschule. Vorgestern war wohl irgendwie. Aber dieses Vertrauen war im Grunde meine größte Leistung. Denn es war. So hätten Sie jetzt verlinkt, ja, also offiziell eingetreten. Sondern ich bin unglaublich mit Petra Sitte oder so. Alle Welt hat mir erzählt, wir sind ein krankes Familiensystem und das. Dann wollten da hinten einfach halt nicht mehr. Ich habe es gesehen. Ich habe Teil 2 gesehen. Ja, das ist schon. Also, dauernd rennt um. Teil 2. Es geht da bis zur Tür. Kurz Gespräch, ich meine, so, ich habe keine Tür, aber ich muss noch kurz hören. Da ist so alles Ängste. Ja, naja, eben, ne? Die werden nun mit Flasch Rotwein unter der Brücke landen, weil sie natürlich nie merken, dass man dort arbeitet und irgendwie alle Sachen eigentlich unterlegen. War gestern also. Das war der eine Aspekt, der nicht leider ist. Das ist das dass ich gemerkt habe, dass mir, wenn ich sehe, dass meine Kinder den ganzen Tag in so einem euphorischen Forscherglück sind. Ich wurde richtig wütend. Ja, das kann doch wohl nicht sein, dass die den ganzen Tag glücklich sind. Ein bisschen laut gehört ja auch dazu. Und wir haben, ich habe stellenweise wirklich Tränen in den Augen gehabt, weil ich so gemerkt habe, wenn das funktioniert, dann möchte ich mal wissen, warum ich eigentlich die ganze Zeit nicht durch die Schule. Du musst es ja nicht sagen, das ist die Lektion, bevor der, oh, was der mir alles ermöglicht hat. Ich kenne ja nur vorschreiben, der muss ja meistens auf die Straße nennen, weißt du. Ich wusste ja, wie es steht und was so passieren kann, jetzt geht es genauso. Ich war eine gute Schülerin, ne? Also das war nicht voll gut. Sozusagen, man kann nicht sagen, die Mutter dann scheitert in der Schule. Mich auf der Straße. Also ich war letztlich erfolgreich, weil ich mich angepasst und untergeordnet habe. Das kann auch passieren. Und das dann mühsam, sehr mühsam wieder verlernt habe im Laufe meines Erwachsenenlebens. Ich kann es ja merken, solange ich die Schwester habe, muss ich auf der Straße. Aber diese Bitterkeit war etwas, was ich bearbeiten musste. Und dann, über die verpassten Chancen. Ja, über die verpassten Chancen. Naja, und die ganze Zeit, um wieder zur Schule zurückzukommen. Es gibt so ein Buch, was ich... Diesmal bitte nicht jeden Quartal, nicht der Das Kind kann schlafen lernen. Ich hab mich für die Schlafprobleme. Ach ja, das ist vorbei. Das ist egal, geschildert, wenn man Kinder dazu bringen kann, alleine einzuschlafen. Vor dem Hintergrund. Es ist besser, dass ohne Reife zur Gewalt verneigte Eltern ihr Kind alleine einschlafen lassen, als dass sie es vor lauter Stress auf dem Fenster schmeißen. Ist ja auch richtig. Aber was mich ganz tief beeindruckt hat an diesem Buch war, dass da eben geschildert wurde, wie man jetzt, wenn man anfängt, dass die Kinder empfohlen wird, dass der Vater die Mutter einfließen soll, weil damit zu rechnen ist, dass die Mutter das nicht aushält, wenn sie das Kind schreien hört. Weil naturgemäß, evolutionär, unser tiefster, es ist einer unserer ganz tiefen Instinkte, wenn wir ein Kind schreien hört und schon mal unser eigenes, dann wollen wir ihn alles weit danach trösten, beschützen und bewahren. Nein. Das ist auf den 90er Jahren. Und das ist ein sehr erfolgreiches Buch. Und das Problem ist, dass ganz viele Eltern, die gar nicht in der Klasse sind, die Kinder aus dem Fenster zu schmeißen, glauben, oh, ich muss. Ja? Und dann kommt dieser Konkurrenz, der hat also mein Kind schlägt ja schon durch. Ne? Selbst ich war in Versuchung, damit zu experimentieren und habe es dann ganz schnell, nach einer Minute habe ich gemerkt, nee, Moment mal, das ist es ja wohl nicht. Aber das heißt, wenn wir den Buchautoren schon empfehlen müssen, dass die Mutter eingeschlossen wird, das ist ja auch der Grund, weshalb wir im Flugzeug oder in der Bahn Kinder als so nervig empfinden und schon innerlich die Augen verdrehen, wenn wir sehen, oh Gott, da schaut die Mutter mit dem ein. Wenn ein Kind schreit, dann sind wir alarmiert, weil wir helfen. Und das ist so freudig, dass man uns gerade ab, indem man eben sagt, nein, das ist gelungen, das Kind muss das lernen.
Viele Jahre später
habe ich dann überhaupt erst den Zusammenhang klar gekriegt, dass Aldous Huxley der Bruder war von Julian Huxley, der ein bekannter Biologe war, ein Eugeniker, der also sehr für Zuchtwahl plädiert hat und dafür, dass nicht jeder Hans und Franz Zitrone aussuchen darf und Kinder in die Welt setzen darf, sondern dass man da schon ein bisschen aufpasst. Also im Grunde, das, da war ja auch eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Nazis dann, dieses ganze Programm. Und dass Julian Huxley der erste und Gründungsdirektor der UNESCO war. Wo ich mir dachte, ach so, das ist unter Umständen gar nicht im Sinne einer Warnung geschrieben worden, sondern im Sinne einer also Agenda. Agenda, das ist das, was wir vorhaben. Wie 1984 so. Und George Orwell. Genau, und dann kamen für mich einige Dinge zusammen. Einmal diese ganz persönliche, familiäre Erfahrung mit meinen Kindern und das entwicklungspsychologische Wissen und die Erkenntnis, dass eben das, was uns die ganze Zeit an Verhaltenspsychologie vermittelt wird, aus der Arbeit mit Laborratten stammt und diese armen Ratten, die eigentlich auch Bindungswesen sind, da bestand natürlich überhaupt keine Bindung zu den Forschern. Im Gegenteil, das war eine Störvariable und die wussten auch überhaupt nicht, was das Ganze sollte, sondern und dann ist es eben so, drücken sie die richtige Taste, kriegen sie einen Dreckling, drücken sie die falsche, kriegen sie einen Stromstoß. Und diese Erkenntnisse aus dieser Forschung wurden dann eben auf unsere Kinder übertragen. Daher eben immer sofort werden. Gewalt, der Kinder weiß. Konsequenz. Sonst lernt das Kind das nicht und so weiter. Kinder sind aber erstens schon Laborratten und zweitens ist das Setting eben eigentlich ein ganz anderes, nämlich. Das wäre endlich woanders liegen, wenn ich wieder rum bei Linken, Alter. So, aber diese private Erfahrung gewann dann eben auf einmal eine ganz andere politische Komponente, weil ich nämlich gleichzeitig auch gesehen habe, aha, der Hebammenberuf wird überhöht. Frau Witte! Frau Witte! Frau Witte, bei mir hätte auch noch Witte. Der Name, also Witte. Wie hat er gesagt, das ist
bei Klaus ein paar Kumpels haben, da wollten wir sagen, weißt du, wer das war, die paar Kumpels? Hells Angels, weißt du, das ist jetzt ja vor Winter, da wollten wir, ich habe viel Obdach los. Der war auch letztes Jahr eine Feier, die haben ja jedes Jahr eine Weihnachtsfeier in Ohrheim. Und letztes Jahr hat der AFC sein Römlichkeit wieder zufällig. Da hatte ich Klaus auch gefragt und er war schon, wann war das, irgendwann Anfang Dezember oder so war diese Feier. Das war aber dort, ja. Und da hatte der, und da hatte er ganz viele Sachen geschenkt bekommen. Und dann meinte ich, hey cool Klaus, guck mal, du kannst jetzt schon Weihnachtsgeschenke verschenken. Du hast schon ganz viele Geschenke. So, jetzt schon. Also ich auch gefreut. Ja. Da ging es ja auch, da war ja der Franz Sander macht das ja auch jedes Jahr. Mhm. Ja, natürlich. Da gibt es für jeden eine Gänsekeule, ne? Ja, Rücken und Klöße, ein Essen. Schon sehr lange. Ah, jetzt müssen wir Frau Müller aus der Bahn, das bist du lieber als Frau Müller, aber ich jeden Tag da. Die hat Eckhundchen mit Frau Müller und so. Ja. Die liebt Hundefutter. Gibt mir auch mal Hundefutter mit, wenn sie Hundefutter kriegt. Ach, ist das schön. Total. Mhm. Die Italiener, der einzigste. Heute muss ich extra was schmieren. Ja, natürlich werde ich kein Fleisch anfangen zu essen, aber ich habe keinen Bock, dass du extra was zu schmieren. Ja. Dann mach das hier nicht. Ja. Ich glaube, das ist heute Morgen kam, weil ich extra Fleisch gegessen habe. Ich habe gestern erzählt, dass ich Fleisch gegessen habe. Ich habe nicht mehr gewohnt, bis der Wagen ist gar nicht mehr kennt. Meine Ekelgrenze gestern war bei einem Backfischbrötchen erreicht, was noch im Müll lag. Ein Stückchen, ich hab's gefunden, ich hab reingebissen und dachte mir so, das muss so uraltes, ekliges Fett gewesen sein und dann ging's mir auch vor Magen. Und dann hatte ich diese ganze Tüte, ich habe gestern ja in der Magenlung des Treffens mit dir, bin ich immer im Honorarmarkt und habe natürlich wieder alles rausgesammelt, diesmal jetzt dann, ihr habt echt nur Brötchen. Ein kleines Stückchen Restpfannkuchen mit noch Marmeladenfüllung. Das ist nur Brötchen ohne Inhalt. Wieso zur Zeit? Und Fisch. Flüsse so ein kleiner bisschen Fisch. Viel erblühiger, was ich hier im Sommer kann. Flaschen sammeln. Und dann habe ich den ganzen Beutel, weißt du, ich den ganzen Beutel einfach nur da bei dem Chinesen am Eselsbrunnen auf den Mülleimer gepackt. Find irgendwer anders, ja. Oh. Ein ganzer Beutel voll mit angebissenen roten Brötchen mit Senf drin. Nee, da wollte ich dann doch nicht mehr. Da habe ich mir jetzt dann Linsensuppe gekocht. Haferflocken, Linsen, Salz, Wasser, Haferflocken. Sehr lecker. Ja. Na, die freut sich. Die Kröte. Ja, das ist schön. Sehr entspannt. Hast du es gesehen, Mama? Die Katze kam an, die kleine Katze, wie hast du? Deine kleine Katze? Mola. Ja, Mola kam an. Ja, der verpasst. Und die so, Mola, ich will nur Mola macht das aber auch bei Lotte, weißt du? Die steht vor Lotte und so, Batsch! Und Lotte so, weg! Ich will nur eine Million, ich will nur eine Million, bitte, bitte! Ich mach gerade nicht. So wie so ein Dämpfer. Ja. Die Residenz, die wartet doch schon auf ihr Erscheinen. Wenn es nur ja, Erscheinen, ja, und sieht das
Ich war schon im Plenum und wollte sich schon, die Stefanie hat schon richtig gewartet. Ich habe das aber erst Mittwoch, das mit meinem E-Franchise oder Dienstagabend, wenn ich wieder im Plenum war. Ja, und gestern war ich dort und war fertig da. Wir können da hin, die ist da jeden Tag. Stimmt. Die wohnt, die Stefanie, die wohnt in Endlos, da in dieser Wohnwagen-Burg, da wohnt die. Ich gibt's da halt hier. Bericht 3. Ich muss größer machen. Steuerung Plus. Kann ich auch von hier lesen. 20. Also, das ist die erste Hälfte des Textes, den ich gestern Nacht, heute Nacht, begonnen habe. Bericht 3, Februar 2016. 20. Februar 2016. Die Wurzel des Bösen. Vorab. Der Heilkanal funktioniert noch nicht, Ausrufezeichen. Morgen mehr Informationen. Ich muss gleich ein paar Aussagen von gestern, Klammern, Ende Bericht 2, korrigieren. Die 50.000 bösen Wesen im Designer-Club hatten den Club nicht verlassen. Sie hatten sich zusätzliche Seelen gemacht und haben Menschen besetzt, ohne ihren Ursprungsort zu verlassen. Sie konnten also auf der Erde Macht ausüben und im Designer-Club bleiben. Diese Erkenntnis ist wichtig für die Situation im Schöpfer-Club. Den Designer-Club kann man als eine abgeschlossene Blase mit einer Trillion Wesen betrachten. Der Schöpfer-Club besteht aus vier Blasen, Doppelpunkt. Blase 1,
Ein Wesen, wahrscheinlich der Schöpfer. Blase 2. 5 Wesen, davon ist 1 böse. Blase 3. 50 Wesen, davon sind 5 böse. Blase 4. 500 Wesen, davon sind 25 böse. Logischerweise ist der Bursche in Blase 2 der Verantwortliche für alles Böse, denn die Macht der Wesen ist nach oben hin immer größer. Er ist der Böse mit der meisten Macht. Man kann davon ausgehen, dass er die anderen unter ihm zum Bösesein gezwungen hat. Die 25 aus Blase 4 haben sich je 25 Seelen im Terraturm, Gigaturm und Megaturm gemacht. Und in irgendeiner Form besetzen sie diese Seelen. Des Weiteren besetzen sie 25 Menschen. 5 dieser 25 Menschen sind doppelt besetzt durch die 5 Wesen in Blase 3. Und einer von ihnen ist dreifach besetzt durch das Wesen in Blase 2. Also alle 31 Bösewichte aus den Schöpferblasen sind in den 25 Menschen vertreten und genießen ihre Macht. Wer sind diese 25 Menschen? Das ist schwer herauszufinden. Eine von ihnen ist Erdogan. Der gehört nicht zu der großen Gruppe, wie ich im Bericht 2 schrieb. Einer ist in Saudi-Arabien. Ich kenne den nicht und auch die anderen nicht. Sie sind wohl nicht so im Vordergrund oder sie verschleiern mir die Wahrnehmung. Ich spüre da Widerstand. Ich habe euch berichtet, dass die Schöpfer und die Designer zentral über 500 Schöpfungen thronen. In insgesamt 100 dieser Schöpfungen haben die 31 Wesen das gleiche gemacht wie bei uns. Sie besetzen Wesen in 3 Türmen und die auf irgendwelchen Planeten herumlaufenden, in Anführungszeichen, Menschen, Fragezeichen in Klammern. Der Unterschied ist, dass sie in den anderen 99 Schöpfungen 31 Wesen besetzen und nicht 25. Außerdem scheint unsere Schöpfung ihr Testobjekt zu sein. Sie waren hier bei uns schon fast bis zur Vollendung gekommen, während sie in anderen Schöpfungen erst anfangen. Alle 500 Schöpfungen zu beherrschen ist ihr eigentliches Ziel. Dort oben in den Blasen wurde nicht mit Erpressung gearbeitet. Das war nur in einem Teilbereich in unserem Turm, in Klammern Chef 7 bis 20, um alle Schöpfungen zu übernehmen, ohne dass es von den anderen Schöpfern vorzeitig bemerkt werden konnte. Brauchte es wohl sehr gute Abschirm- und Täuschungstechniken, da kann ich nicht mitreden. Es gab eine zweite 25er-Gruppe, die aus dem Designer-Club stammen. Ihr Einsatz ist nicht ganz identisch mit dem der ersten Gruppe, aber im Endeffekt besetzen sie auch 25 Menschen. Beide Gruppen beziehen ihre Energie von ihren Seelen im Terraturm. Das sind starke Energien, mit denen sie viel Schaden anrichten können. Die Situation ist dabei nicht zu ändern. Auch wenn diese Burschen sich gigantisch abgesichert haben, werden sie jetzt doch mit Hilfe der Schöpfer unschädlich gemacht. Und das geschieht in allen 100 Schöpfungen, jetzt gerade. In den Blasen ist sehr viel geschehen, uns zu finden. Viele Absicherungsketten beginnen da oben. Auch wenn ich noch keine Heilung bei euch bewirken konnte, so konnte ich heute große und kleine Absicherungssysteme in den genannten Blasen löschen, in Klammern lassen. Es gab zum Beispiel Systeme, die absichern, dass 500.000 Paare ihre Partnerprobleme nicht lösen können. Also der Speicher da oben muss erst einmal aufgeräumt werden, damit bei uns unten was geht. Aber darüber berichte ich morgen, in Klammern oder später. 21. Februar 2016, betreff Heilungen. Seit Tagen berichten mir immer wieder einzelne Personen, dass Heilungen geschehen sind. Das hat mich darin bestärkt, dass mein Heilkanal schon etwas arbeitet. Aber die Sachlage war anders. Ich bin ja nicht die einzige Quelle für Heilung. Es gibt Menschen, die heilende Helfer haben. Diese Helfer konnten aber nichts tun gegen Blockaden, die in höheren Dimensionen verriegelt waren. Da viele dieser Regel gelöscht wurden, konnten die Helfer nun doch aktiv werden. Andererseits müsste aber mein Heilkanal jetzt funktionieren. Das sage ich mal ganz ohne Garantie. Ich bin verwundert, dass ich per Abfrage die Zahl der Personen, die geheilt werden, mit 5052 beantwortet bekomme. Das bedeutet wohl, dass man mich doch nicht anschreiben muss, um geheilt zu werden. Die 52 haben sich bei mir gemeldet, die 5000 gehören zu einer bestimmten Seelengruppe, bei denen Heilung freigegeben ist. In Klammern Riegel weg.
Auf der Heilerseite finde ich 500 Wesen, die zu Decimus gehören, in Klammern, siehe Bericht 2 unten. Es gibt auch noch ein paar wenige, die etwas höher angesiedelt sind und einen aus der Schöpferblase. Der Heilkanal wäre aber erst bei 1 Million Menschen ausgelastet, sagt die Abfrage. In den Schöpferblasen gibt es ein Wesen, das die Programme in den Schöpferblasen löscht. Ein Schöpfer löscht die Programme in der Designerblase und einer kümmert sich um die bösen Wesen und Menschen. Speziell einige Freunde, die ich über mein Forum kenne, haben immer noch keine Heilung erfahren. Das liegt daran, dass ihr höheres Selbst erstens aus einer sehr hohen Dimension kommt und zweitens an den Absichten, die das höhere Selbst verfolgt. Weil das den Bösen gar nicht gefallen hat, haben sie diese Menschen extrem überverriegelt. Und damit komme ich gleich zur nächsten Entdeckung. Doppelpunkt. Über der Schöpferblase 1 gibt es noch 10 Millionen Wesen in Form einer langen Leiter nach oben. Und diese Leiter mit unserem ganzen System unten dran ist 1 von 50, 3 Ausrufezeichen. Darüber eine Zentrale mit 50 Wesen, darüber eine mit 5 Wesen und darüber eine kleine Leiter mit 50 Stufen. / Wesen. In dieser Leiter gab es 5 Böse, in der Zentrale darunter eines und darunter 10 böse Wesen. Diese 10 bösen Wesen sind verantwortlich für 10 Systeme, die sie natürlich alle infiziert haben. Nun gut, große Aufräumaktionen sind gelaufen und die pflanzen sich in allen Systemen weiter nach unten fort. Bei uns ist das nicht mehr nötig, aber die Wesen ganz oben decken oder schützen Wesen in den 10 Millionen Leitern, welche wiederum Programme in den Schöpferblasen festhalten konnten. Das ist der Grund, warum einige Menschen und speziell meine Freunde keine Heilung erfahren konnten. So, bin ich eingeladen auf Spaghetti mit Pilzsoße und mache darum jetzt Schluss. 22. Februar 2016, die 32 Gangsterbosse. Also erstens gab es Gulasch und keine Pilzsoße und zweitens war ich noch lange nicht am Ende aller Dimensionen angelangt. Ich bin gestern noch weiter nach oben gekommen. Der Turm, den ich hinaufkroch, ging zu Ende. Und darüber gab es eine neue Zentrale und ich musste feststellen, dass der Turm, in dem ich mich befand, nur einer von 5 war. Über der neuen Zentrale türmten sich wieder die Strukturen und am oberen Ende fand ich nochmal eine Zentrale, die über uns und einer zweiten Struktur schwebte. Von da an ging es nur noch aufwärts, aufwärts und aufwärts. Ich stieg also weiter, von Chef zu Chef. Die Frage, ob es in seiner Struktur böse Wesen gibt, kann ich mir schenken, die Antworten immer mit Nein, denn sie wissen es nicht besser. Ich muss mir das also selber anschauen. Ich kam in Strukturen hinauf, die immer gleich aussahen und sie hatten immer 32 böse Wesen. Weiter rauf, wieder 32 böse Wesen und so weiter. Die 32 Seelen hatten sich immer wieder in tiefere Dimensionen kopiert. In dieser Zone, wo ich gerade war, ist das eine Technik, die auch von den guten Seelen angewendet wurde. Ganze Strukturen wurden so nach unten kopiert. Aber die 32 Bösen haben diese Technik benutzt, um sich bis ganz nach unten zu uns zu kopieren. Ich habe in diesem Bericht ganz oben von 31 Wesen berichtet, die 25 Menschen besetzen, aber es gab noch einen mehr, dessen Seele weiter oben als die anderen zu finden war. Es gibt also 26 Inkarnationen der schlimmsten Wesen in der gesamten Schöpfung. Es wurde nun besonders schwierig zu erkennen, wie weit die Strukturen noch nach oben gehen und wie weit nach oben es Seelen dieser 32 Gangster gibt. Denn genau diese 32 machten mir die Suche schwer. Und solange es noch Seelen von den 32 Gangstern in höheren Strukturen gibt, ist die ganze Bereinigung der Türme niemals komplett. Mir wurde klar, dass mir diese Aufgabe über den Kopf wächst und ich suchte andere Lösungen. Es musste doch ein allererstes Wesen geben und ich versuchte damit in Kontakt zu kommen. Dies gelang gestern nur scheinbar, denn die Gangster hatten sich eingemischt, aber heute Morgen gelang es mir wirklich. Ich bekam gestern die Aussage, ich müsse noch 22 Stufen hinaufgehen, wo es noch Gangster gibt. Aber das war gelogen und die anschließende Razzia durch alle darunterliegenden Dimensionen war Zeitverschwendung. Heute habe ich einen guten Kontakt, nicht mit dem ersten Wesen, sondern sagen wir mal mit seinen Pressesprechern. Ich weiß jetzt, dass ich gerade mal 10% der Dimensionen erklommen hatte, aber trotz besserem Kontakt war die Information gestört. Was aber gut funktionierte, war meine Handabfrage, auf welcher höchsten Prozentzahl der Gangster zu finden seien. Es war bei 98%. Ausrufezeichen. Das war glaubwürdig und hat sich auch durch die darauffolgenden Ereignisse bestätigt. Die 32 Gangster auf 98% und ihre Kopien auf 96% musste der Schöpfer selbst löschen. Ab dann machten 10 Helfer aus der 98%-Ebene weiter, bis ganz unten hin. Das dauerte ungefähr 2 Stunden.
Nach dieser Razzia wurden 10 Heiler aus der 98%-Ebene geschickt und diese stürzten sich in unsere Schöpfung auf die Designerblase und die Schöpferblasen. In den Schöpferblasen waren 700 Millionen Programme zu löschen, bei den Designern waren es 400 Millionen. Diese Programme dienten der Absicherung von Blockaden und die funktionieren immer so, Doppelpunkt. Das Programm in der Blase schützt ein Bewusstseinsprogramm, welches ein Programm aus Essenz schützt, welches ein normales Programm schützt, was dann eine Blockade oder ein Wesen in uns schützt. Also, um bestimmte Blockaden bei uns zu löschen, muss jeweils so eine Kette gelöscht werden. Ich hatte ja in den letzten Tagen angefangen, zusammen mit Schöpfern aus der Schöpferblase mich damit zu beschäftigen, aber jetzt haben es die 10 aus der 98er-Ebene in einer Stunde erledigt. Diese Schöpfer in den Schöpferblasen sind in der 6%-Ebene. Es gibt in ganz vielen Strukturen Schöpfer. Der Ausdruck ist nicht falsch, weil sie absolut selbstständig ihre Schöpfung gemacht haben, ohne zu wissen, dass es Dimensionen über ihnen gibt. In unseren Schöpferblasen gibt es 300 Millionen Programme, die die Basis unserer Existenz definieren. Diese Programme dürfen natürlich nicht gelöscht oder leichtsinnig verändert werden. Ich habe den lokalen Sprecher des Chefs gefragt, ob wir Menschen uns einen Schadensersatz verdient hätten. Ob er ein paar Programme zu unseren Gunsten ändern könnte. Er meinte, er könne 3 Programme verbessern, und zwar die Erdmodule für Wohlstand, Zuhause und dem Wachstum der Nutzpflanzen um den Faktor 10 erhöhen. Das ist bereits geschehen. Ich war schon mit einem 98er Heiler seit gestern in Kontakt. Ich merkte, dass er was von mir wollte, aber was? Nun, korrekterweise fragte er an, ob er meinen Heilkanal erweitern darf, damit er und weitere 9 Kollegen aus Ebene 98 ihn auch verwenden können. Wer könnte da Nein sagen? Heute, noch während der Bereinigung der Blasen, kam eine weitere Anfrage, ob 100 Koordinatoren aus Ebene 99 bei der Befreiung der Menschheit mitwirken dürfen. Sie sollen analysieren, koordinieren und organisieren, aber sie werden nicht direkt einwirken. Einer wird in meinem Heilkanal Koordinator spielen. Auch das kann ich nur befürworten. Hallo, gerade kommen die Koordinatoren von der Analyse zurück. Und jetzt? Was kommt als nächstes? Einer arbeitet an meinem Heilkanal. Er schließt 250.000 Ausrufezeichen Menschen an. Oha, hoffentlich haut mich das nicht um. Es hat sich jetzt wohl endgültig geklärt, dass ihr euch nicht mehr bei mir melden müsst, um Heilung zu bekommen. So, der Kanal ist noch 20 Minuten in Arbeit. Es stehen zur Verfügung, Doppelpunkt, 10 Heiler aus 98, 2 Heiler aus der Schöpferblase 1, 500 Heiler aus der Dezimus-Dimension und noch ein paar Einzelne, die vorher schon da waren. Manche Heiler können konzentriert mit wenigen Personen arbeiten, andere können mit 500 Personen, aber weniger konzentriert arbeiten. Bevorzugt werden die Menschen behandelt, die wenigstens schon politisch erwacht sind. Spirituell Erwachte können natürlich am meisten gebraucht werden. Die werden an erster Stelle geheilt, aber das sind halt wenige. Um die bösen Menschen wird sich auch gekümmert. Die 10 Aufräumer aus Ebene 98, die die Razzia gemacht haben, machen jetzt Menschen unschädlich, was immer das heißen mag. So viele gute Aussichten, aber erstmal sehen, ob morgen schon Erfolge zu erkennen sind. 23. Februar 2016. Missverständnisse um den Schadensersatz. Ich bemerke den Reaktionen einiger Personen, dass ich mich etwas unklar ausgedrückt habe. Wir haben in den Schöpferblasen, die die Spitze unserer kleinen Schöpfung darstellen, 300 Millionen Programme, die unsere Existenz definieren. Man könnte dort Veränderungen machen, dass wir zum Beispiel 4 Meter groß werden. Aber es gibt dort wohl viele komplizierte Zusammenhänge, von denen man lieber die Finger weglässt. Ich hatte nun mal die Idee, ob der Chef der Schöpferblasen, der in der Ebene 6% haust, Veränderungen vornehmen kann. Er ist ja nur ein, in Anführungszeichen, kleines Licht hier unten auf 6%. Soweit ich verstanden habe, hat er auf die meisten Programme keinen Zugriff. Die sind verriegelt von dem Wesen in Ebene 100%. Da hat also niemand sonst Zugriff, auch die Bösen nicht. Es war ihm aber möglich, die 3 erwähnten Module zu verstärken, und das hat er gemacht. Manche haben das so verstanden, so, das ist jetzt unser Schadensersatz und damit hat es sich, Ausrufezeichen, so ist das denn nun überhaupt nicht gemeint. Es war einfach nur eine kleine nützliche Veränderung, die machbar war. Der Ursprung der 32 Gangster ist in Ebene 99%. Das ist die Meldung des Tages. Damit geht die Razzia wieder von vorne los. 90 Minuten wird sie ungefähr dauern. Und von gestern auf heute ist viel Arbeit umsonst gemacht worden. Natürlich funktioniert mein Kanal nicht. Die vielen bösen Wesen, die eliminiert wurden, sind immer noch da und so weiter, ärmer, ärmer. Das U von Geduld wird immer länger. Ach, das habe ich schon mal gelesen.
Immerhin habe ich den Ebenen viele tausend Programme gefunden. Genau, deshalb verlese ich mich auch die ganze Zeit. Die zwar nicht gelöscht sind, aber sie müssen nicht mehr gesucht werden. Das hören wir uns jetzt einfach mal an. Das habe ich nämlich alles noch mitgeschnitten. Na lass sie doch mal. Das ist, die lass sie hecheln. Wenn es ja zu warm ist, muss sie doch hecheln können. Ja. Ja, hingewascht.